dazu, wenn sie jetzt nochmal einen überholt. Ja, das wird knapp. Aber sie hat die Qualitäten, um den Ski gehen zu lassen. Die anderen nicht. Das wird Lars und nicht. Eigentlich schon, ja. Ja, mal schauen. Der als Schleicherin unterwegs in den letzten Toren, auch sie fällt zurück. Nein, das gibt's nicht, das ist unglaublich. Paula Molzen immer noch Zweite, Aronson Elfmann immer noch in Führung. Also schlechtestenfalls Vierte. Nein, vier sind noch oben. Vier sind oben. Nein, drei. Stimmt. Wenn sie noch eine Holdener überholt, ist sie auf dem Podest. Dann steht sie auf dem Podest. Also Paula Molzen, persönliches Bestergebnis egalisiert. Aronson Elfmann hat dieses persönliche Bestergebnis und ebenso hat dieses Srinka Ljutic. Mikaela Shiffrin. Sie meinte nach dem ersten Lauf, ja, jetzt weiß ich, dass es eben diese Schläge hat, dass es Tore hat, wo es eisig bleibt, dass es unterschiedlich ist. Es gilt, dies zu adaptieren und dann einfach zu fahren. Sie hat jetzt ein paar Mal Mühe mit der zweiten Lauf, heute nicht. Also nur schon, wie sie losfährt, da ist Punch drin. Ist auch der Kurs ihres Trainers. Da muss sie natürlich fast gut sein. Ja, jetzt hat sie ein bisschen nachgelassen. Also die Piste ist schon gezeichnet. Ja. 1,5 Sekunden, das muss doch jetzt reichen. Eine Frau mit der Klasse von Shiffrin. Ja, ja, das reicht. Die Frage ist, wie verliert sie vor den Ufer 20? Also Shiffrin, gehen wir davon aus, dass sie, jawohl, die Führung deutlich übernimmt. Aber ohne 19. verloren. Sie steht wieder auf dem Podest im Slalom zum dritten Mal im vierten Rennen in diesem Winter. Und jetzt einmal durchatmen und dann Blick nach oben. Also das war sehr, sehr stark gewesen. Aber nicht unmöglich für die Wendy und auch nicht für Petra. Ja, der Rückstand ist nicht groß. Oder der Vorsprung von Wendy Holdener ist nicht groß. Und auch nicht derjenige von Petra Vüllova. 33 Hundertstel zwischen Shiffrin und Vüllova nach Durchgang 1. Wendy Holdener jetzt unterwegs, 1/10 ihre Reserve. Aber sie weiß seit Killington, ich kann alle schlagen. Im Lauf drin. Sehr dynamisch, kriegt viel Schub aus dem Tor. Keine einzige Unsicherheit hier in diesem Bereich im ersten Lauf. Eine kleine, aber jetzt sauber durchgekommen. Bester Sektor trotz der Piste. Jetzt da unten, da muss sie sich steigen. Wenn sie mehr will als nur das Podest, in Anführungszeichen. Hochstehen, das ist im ersten Lauf, hat sie ist viel zu tief geworden. Hat dann noch eine halbe Sekunde verloren auf Petra Vüllova. Haben wir dir noch darüber reden, dass sie jetzt weiß genau, was sie zu tun hat und macht sie so. Wendy Holdener schlägt Mikaela Shiffrin und dies deutlich. Wow! Da hat sie umgesetzt, was sie sich vorgenommen hat. Auch unten noch einmal einen draufgepackt. Die Mutter und ihre Tante sind angereist, unterstützen natürlich Wendy Holdener von ganzem Herzen. Und sie hat es zurückbezahlt. Wow, die reitet auf einer Welle. Habe ich heute schon einmal erwähnt, aber es passt bei ihr auch sehr gut. Gewaltig. Schau mal, die Schwünge an. Fünf Zehntel schneller als Shiffrin. Silvio ist der Servicemann, Julia die Physiotherapeutin. Genau. Auf einmal steht Wendy Holdener da.
im Vergleich mit der führenden. Und es geht wieder um einen Weltcup-Sieg. Gibt es Weltcup-Sieg Nummer 2 im Slalom für Wendy Holdener? Nur noch eine kann dies ändern. Petra Vülova. Sie hat 17 Slalomrennen gewonnen. Jetzt nun sehr stark. Vorsprung schon weg. Und Holdener hat keinen einzigen schwachen Abschnitt gezeigt. Ski sind viel in der Luft, siehst du es? Ja, es wackelt schon gewaltig. Ski sind viel in der Luft. Warum? Weil sie nicht den Schwung so lang züchtet wie Wendy, so super züchtet. Es wackelt alles mehr. Hat er Mühe? Letzte Zwischenzeit, da ist sie weg. Vülova ist geschlagen. Es geht noch darum, wer steht auf dem Podest. Ist es Hanna Ronson-Elfmann zum allerersten Mal? Oder ist es Petra Vülova? Es ist Vülova zusammen mit Schifrin und in der Mitte steht Wendy Holdener. Also wenn nicht schon der Sieg in Killington der Ritterschlag war, dann ist es das heute, flankiert von den zwei Besten der letzten Jahre, steht sie in der Mitte. Wendy Holdener, sie doppelt nach. Sieg im 106. Slalom, Sieg im 107. Slalom. Ganz allein heute. Alleine, das kommt noch dazu. Und was, also etwas Schöneres kannst du dir nicht ausmalen, als diese beiden links und rechts zu haben. Ja. Nein, ist unglaublich. Es ist schon, jetzt kann man schon fast sagen, als ob sich ein Knopf gelöst hat, oder? Gerade zweimal hintereinander. Wenn es 106 Mal gebraucht hat und jetzt zweimal hintereinander. Wow. Die letzte Schweizerin, die das geschafft hat, war Vreni Schneider. Sie hat einst 6 Siege in einer Saison gefeiert. Davon ist Wendy Holdener noch weit entfernt, aber ja, wenn sie so weiterfährt, spricht nicht viel dagegen. Genießen wir mal den heute. Petra Vülova wieder auf dem Podest, wieder Dritte. Es bleibt dabei, 6 Rennen bestritten, 4-mal Dritte in diesem Winter, 2-mal Vierte. Also sie ist immer noch auf der Suche nach dem absoluten Spitzenresultat dort, wo sie natürlich wieder hin will. Und wieder zurück auf dem Slalompodest, nicht ganz in der Mitte. Aber auf Platz 2, Michaela Schifrin. ...32. Weltcup-Podestplatz zum zweiten Mal. Ganz zu oberst in dieser Disziplin. Es passt alles hervorragend zusammen bei Wendy Holdener aktuell. Ja, Hanna Ronson-Elfmann beendet dieses Rennen auf Platz 4. Persönliches Bestergebnis für sie und auch für Paula Molzen. Ganz stark Alin Daniot mit dieser Geschichte und diesem Ort hier, Rang 13. Elena Stoffel, 16. Platz 14 ist ihr persönliches Bestergebnis, also auch das ein gutes Resultat. Michelle Gysin hat noch sehr viel Arbeit vor sich. Nicole Goth fährt zum zweiten Mal in dieser Saison in die Top 20. Einmal Impressionen der besten drei. Sie fährt ein neues Skimodell. Da hat sie noch Arbeit vor sich. Die ist noch nicht so unwiderstehlich wie in der letzten Saison. Ja, und es braucht auch Mut, oder? Wenn du 3 Jahre das gleiche Modell gefahren bist, dann zu wechseln, ist halt einfach auch, du bist dann das so gewöhnt, hast schon so viel gewonnen mit dem. Und es braucht jetzt einfach seine Zeit, oder eben sie wechselt dann wieder zurück. Und trotzdem? Kann ich mir Ruhe vorstellen. Meinst du? Ja. Fängt ihn zu schnell an, schießt und zurück. Fängt es an zu rotieren im Kopf. Wäre das nicht wieder eine Möglichkeit, das alte Modell hervorzunehmen? Michaela Schifrin
Von ihr wissen wir keine Skigeschichten, aber von ihr wissen wir, dass sie nächste Woche genau gleich wie Petra Vülova in St. Moritz anwesend sein wird. Freuen wir uns, die beiden Technikerinnen auf den Speed-Disziplinen zu sehen. Natürlich auch mit dabei dann Wendy Holdener, Michelle Giesin. Und jetzt genießen wir die Bilder der heutigen Siegfahrerin. Also im ersten hatte sie noch einen kleinen Fehler. Im zweiten... Genau. Also ein nicht so schneller Sektor, der letzte. Und